wollte einfach dadurch, das Tote mit dem Lebendigen verbinden. Bei den Bildern, über die wir uns heute hier unterhalten, handelt es sich ja um Schädelskelette, die radiologisch aufgenommen wurden und die überlagert sind und überblendet mit sogenannten Steigbildern. Die Steigbildmethode ist ein quantitativer Bluttest, der entsteht, indem also menschliches Blut mit einer Metallsalzlösung versetzt wird auf einem ganz bestimmten Fließpapier. Diese Zutaten, das Papier, das Blut und auch das Metall, also diese drei Faktoren, bewirken, dass die auf- und abbauenden Kräfte des menschlichen Organismus zu einer ganz bestimmten Signatur sich darstellen. Natürlich geht es in den Arbeiten auch darum, die bildgebenden Verfahren der Wissenschaft und der Medizin zu hinterfragen. Das ist ja doch eine große Frage, ob also dieser technologische Einsatz optischer Möglichkeiten das Bild oder den Zustand oder Status wiedergibt, der meinetwegen einen Krankheitsbefund oder so weiter erfordert, um dann das und das daraus zu folgern. Ich habe ja mit der Fotografie angefangen, Ende der 60er Jahre. Damit bin ich eingestiegen in eine eher postmoderne Praxis, künstlerische Praxis. Denn mal die ganzen Versuche vorher, mich also in den klassischen Medien zu bewegen, wie Malerei oder Skulptur, waren für mich jetzt nicht die Mittel, um in der damaligen Zeit, also man erinnere sich 1967, Tod von Benno Ohnesorg, die ganzen politischen Aktionen, Studentenproteste, also da jetzt einer kreativen künstlerischen Praxis nachzugehen, die sich nicht mit den Geschehnissen auf der Straße verbinden konnte. Deswegen habe ich zur Kamera gegriffen. Mich interessiert einfach schon auch die Idee, wie also Inhalte durch diese Medien möglich sind, die vorher in den klassischen Medien gar nicht möglich waren.